Damals, als 1975, als du die Frisur deiner Mutter angeguckt hast. Ja. Was ist das für ein Land? Jugoslawien, glaube ich. Dann Itchbears. Nee, das ist nicht das Land. Ich bin schon wieder Zerg, was ist das denn hier? Ja, wir hören auf jeden Fall dadurch auch Lieder, die bei mir eher weiter unten eingeordnet sind. Ohne jetzt zu sagen wollen, dass das dieses Lied ist. Nee, das ist. Guck mal, weil das einfach wieder. sehr Das geht doch modisch. ab. Keychange! Ja, es gibt schlechtere Lieder. Es ist jetzt nicht bei mir ganz unten. Ja, tutti frei, tutti frei. Es ist so. Naja, ich will dich ja nicht beeinflussen. Aber das ist doch Jugoslawien, ne? Ja. Ja, das ist. Ich musste gestern erstmal gucken, wie man Jugoslawien auf Deutsch schreibt. Jugoslawien? Nee. Also mit J und Wien am Ende wirklich. Also wie die Stadt Wien. Ich wusste ja nicht, ob es mit V oder mit W schreibt. Das hätte ich dir aber auch sagen können. Weil ich habe genug ich Hearts of Iron gespielt, damit ich das weiß. Ich habe gestern ja meine Top 100 festgelegt und die Videos dafür geschnitten. Für den Vorentscheid bei uns oder die Pre-Show. Also, jetzt die nicht mit dir, sondern am echten ESC-Tag. Die Pre-Show. Wobei die Top 100 ist natürlich eigentlich eher für die After-Show als für die Pre-Show. Bei der Pre-Show werde ich auch Love, Love, Peace, Peace und sowas Schönes spielen. Also dieses Lied. Also ich darf dich ja nicht. Das ist aber doof, dass ich nie sagen darf, was ich zu diesem Lied sagen würde. Ich sag das einfach trotzdem. Ich finde, dieses Lied ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt. Es ist halt ein bisschen langlos. Ja, aber ich würde sagen, das ist jetzt auch nicht das Beste der Welt. Genau. Also ich würde sagen, das ist so ungefähr Platz 851 bei mir. Das ist total öde. Ohne das jetzt sozusagen. Also besser als das, was wir gerade hatten. Oh, das zweite Depot nicht vergessen. Oh, da hat die Musik kurz gestoppt. Das war ja was. Jubi. Warum fährt man SCW? Mein SCW. Das kommt jetzt gleich. Jetzt sind wir bei Deutschland gleich. Also erst musst du sagen, wenn du das Lied findest. Double Gate. Ich weiß es schon. Sag das Lied. Das ist raus. Gut, habe ich schon eingegeben. Will ja nicht gemein sein, aber es gefällt mir nicht. Jetzt kommt nämlich Werner Scharfenberger. Oh, und da kommt unser Kermit. Der eigentlich Bert heißt. Die Sommermelodie. Ich dachte kurz, Udo Jürgens ist da. Nee, der kommt später erst. Also ich heute glaube ich gar nicht. Wo werfe ich den Mule denn hin? Ja, dann geh doch. Dann geh doch. Was hat der eigentlich an? Grünes. Ja, der sieht aus wie Kermit der Frosch. The Frosch. The Frosch! Kermit the Frosch! Mein Name ist Kermit the Frosch. Ich hoffe, du hast gehört, was ich. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du hast gehört, was ich gesagt habe. Ja, ich habe viel mehr Einheit als du. Adepten sind beide tot. Ja gut, Nergorix. Ich wusste schon immer, dass man sich auf dich verlassen kann. Formel 1 auch. Da wollte ich immer mit dir fahren, weil du immer Punkte geholt hast. Das stimmt beides nicht. Du wolltest nicht immer mit mir fahren und ich habe nicht immer Punkte geholt. Du hast mehr Punkte geholt als ich, glaube ich, im Long Run. Das glaube ich nicht. Doch. Also, du musst ja auch dazu sagen, diese Stützradgeschichte. Auf meinen großen Strecken hat mich ja Guillaume immer rausgehauen. Ja, da Singapur war das, ne? Wo du. Das ist voll geil. Ja, Kanada hat er mich komplett mit 800 km/h hinten reingecrashed. Moment, da bist du hardcore in die Eisen gegangen. Weil da ist ja gelbe Flagge. Nee, Virtual Safety Car war es sogar, glaube ich. Ja, was die, auch gleichzeitig heißt, da ist gelbe Flagge. Nee. Ja, bei gelber Flagge hätte ich nicht so verlangsamt. Weil der Flagge interessiert in diesem Spiel überhaupt keinen. Wann ist das Lied eigentlich aus? Ja. Das reicht mir schon. Das ist ein schreckliches Lied, oder? Das ist mein Platz 1219 von. Von 1291. Also viel schlechter geht nicht. Tutti frei,
Tutti Free. Also ich gebe dem schon mal eine 3, ja, ohne jetzt ja, die. Die kannst du schon jetzt einfügen, ja. Das gefällt gerade passiert noch nichts, da kann man gut mal was machen. Gefällt mir nicht. Ja, es geht einmal vorbei, hoffentlich das Lied. Wann auch. Ist das denn oh, vorbei? Key Change! Ja, da geht ich mag ja eigentlich Key Change, ne? Aber das heißt ja nochmal, dass es doch länger dauert. Wollen wir mal pushen gleich. Dann mit allem, was ich habe. Dann sind denn deine Minivacs durch? Ja, bald. Mit den Minivacs pushen wir gleich. Hast du Stim? Bald. Combat Shields habe ich schon, Stim ist noch nicht ganz durch, aber fast quasi. Du kannst übrigens die Base for free hinten noch mitnehmen, ja? Ich brauche die nicht for gleich, free. Weil for ich beide free. Gold for genommen habe. Und Bloody Mary Gold, favor. Das kommt heute, glaube ich, auch, habe ich festgestellt beim Auslosen. Ah, Alter! Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen weiter vorne. Ist das Finnland? Nee, England, die singen auf Englisch. Also, das heißt, mit diesem komischen, mit diesem komischen, fürchterlichen Akzent, ja, ja. Ja, britisch halt. Oh, jetzt sind die bei uns. Natürlich kommt ein Freund zu reden. Wenn du Reinforcements Marine hast, kannst du mir dabei anrufen. Ja, die Queen hängt gerade alles ab. Ja, da habe ich natürlich jetzt noch keine Reinforcements hinten. Das ist halt so ein 80er-Jahre-Lied, ne? Lass mal pushen. Aber das gefällt mir. Ich glaube, das schließt sich ja auch nicht gegenseitig aus. Oh, die Tees, hast du Detection? Du hast einen Scan, ne? Kannst du jetzt auch mal mit angreifen? Ich dachte, wir wollten pushen. Du stehst immer noch da. Ich hab den Void Ray kaputt gemacht. Ja, dann greif aber doch mal mit an. Er hat F2 gedrückt. Der Void Ray ist durch meine Einheiten reingeflogen. Ich hab jetzt auch F2 gedrückt. Ja, ist ja okay. Die Tees in meiner Gold. Oder? Nee, doch nicht. Wieder nach Hause gegangen. Ich muss hier. Void Race, Zarok, geh drauf, du hast noch Einheiten. Ich kann nicht in die Luft schießen. Oh, er hat die Wall nicht dicht. Ich wollte sie sprengen, aber muss ich gar nicht. Das ist so ein 80er-Jahre-Lied. Aber ich bleib dabei, das gefällt mir nicht. Ja, gut. Ich find's jetzt auch nicht schlecht. Also ist jetzt nicht meine Top 100, aber was dann so kommt. Lass mal die Stargates rausnehmen, genau. Sag nur Jazzhands machen. Die Frisur von dem auch. Ist das Nicolas Cage? Nee, aber den kennt man, glaube ich, sogar, den das ist. Warte mal. Ja, Nicolas Cage. Das ist, ach, shit. Warum bin ich eigentlich im allgemeinen Chat und da steht So Putin? Ich weiß es nicht. Warte mal, was ist das Runner in the Night? Welches Jahr haben wir gerade? Kannst du mal kurz gucken? Was war das denn? 86 UK. Da haben wir die erste 1. 86 UK. Nein, oh, nein, schon nein, wieder, nein, nein! Nicht annehmen. Danke. Was hast du denn jetzt gemacht? Gedrückt. Rider. Okay, man kennt ihn noch nicht. Aber das Lied kannte ich, glaube ich, schon vorher tatsächlich. Feminem. Ach, Feminem. Feminem. Ja. Warte, das war eine 3, hat es gesagt, ne? Was? Nein, das davor war der 1! Ja, super. Ich weiß, dass du immer 1 als gut nimmst, finde ich echt irritierend, aber. Ja, in der Schule warst du auch immer froh, wenn du eine 6 gekriegt hast, ne? War Bombe. Nee, aber da gab es nicht nur 1 bis 3. Also gut, ja, gute Schule Gott, schon. 1 bis 6! Ist das die eine von Monrose? Sie singt auf jeden Fall so schlecht, aber. Ich glaube, ich habe Zerg eingestellt, habe ich gerade gesehen. Ich muss es ändern. Dafür kommt jetzt ihre talentierte Kollegin. Drillingsband.
glaube, ich habe auf Zerg gestellt. Kannst du mich gleich bitte daran erinnern, das zu ändern? Auf Zergisch. Droppo. Hier ist aber auch darauf angelegt, wirklich wie Drillinge auszusehen. Ja, aber sie machen ein bisschen wenig Harmoniekram dafür. Aber das muss man natürlich auch singen können, um Harmonien singen zu können. Ja, weil Harmonie ist gut. Also ich finde, die können alle sehr unterschiedlich gut singen. Die eine kann gar nicht singen, die anderen beiden gehen so. Eine kann sogar gar nicht so schlecht singen, finde ich. Die Blonde, die in der Mitte, die ist ja, okay. Ich habe parallel Star Trek 2 geguckt, deshalb weiß ich gerade nicht, wer was gesungen hat, wenn ich ehrlich bin. Aber wir machen ja auch nebenher noch ein bisschen Star Trek 2, auch wenn man das immer so ein bisschen vergisst. Ja, aber nur ein bisschen. Das war zum Beispiel nicht so stark, fand ich. Aber jetzt tanzen sie alle. Wo kommen die anderen Frauen her? Warum sind das immer fünf? Schade. Sind aus dem Schatten getreten. Ja, das heißt, das Lied wahrscheinlich übersetzt. Ich bin aus dem Schatten getreten. Ich finde, das Lied an sich ist nicht so schlecht. Also, die haben ja da, glaube ich, eineinhalb talentierte Leute dabei. Anders als Pastov Chapolyubi, ne? Was, glaube ich, heute auch noch kommt, wenn ich das richtig gesehen habe. Tutti Free, Tutti Free, Tutti Free! Das ist Bloody Mary, das kommt auf jeden Fall. Da kann ich mich dran erinnern. Und also wie gesagt, ich habe das alles gelost. Ich finde, das Problem bei diesem Voting ist auch, dass, weil die Scheiße ist, ist das ja meistens auch so eine Qualität von, das ist eigentlich, wenn man das öfter hört und mit dem richtigen, mit der richtigen Attitüde herangeht, das ist ja eigentlich voll viel Alkohol. Was gibst du jetzt? Die Blonden, die sind nicht so. Ich geb denen 2. Also ich fand er nicht so. Wer will er denn jetzt? Oh. Das ist Count Dooku. Wer ist denn der? Christopher Lee, der Schauspieler. Die kenne ich nicht. Gute Zuschauer sind gut drauf. Mathematiker, glaube ich. Zuschauer sind gut drauf hier. Ja, da habe ich schon anderes ich gesehen. Ja. Da habe ich schon anderes Publikum gesehen. Publikum, was mitschlatt. Natürlich sind wir in Deutschland. Das völlig aus dem Takt auch. Wie spielt die denn Klavier? Ja, es ist eh Playback. Ich habe vorhin beim Schneiden von dem Videostar noch gesehen, da hat die, weil das Publikum so laut geklatscht hat am Anfang, hat die Hafenspielerin gar nicht gehört, dass sie schon eigentlich anfangen sollte. Oder mittendrin erst angefangen, die Harfe zu spielen, wo die Kamera richtig, die ganze Stunde auf der drauf war. Kannst du aber richtig aussprechen, das haben wir doch letztens erst geklärt, das ist keine Hafenspielerin, das nennt man Haferin. Double Reaper. Ja, habe ich vielleicht auch gerade schon gesagt. Von Che Guevara. Ich dachte, der ist tot. Sehr gut, Nego X. Haben das nicht mal gewuppt. Tito wäre der andere. Ne, Tito war der damals bei Jugoslawien, ne? Ja, Angriff. Was ist das? Autobahn! Krass. Oh, noch Marines. Was ist da? Was ist hier los? Das ist der große Durcheinander von 2016. Um 16? Wie kommst du auf 2016? Ich weiß nicht, ich habe mich gerade im Jahr verirrt, glaube ich, 2016. Ich hänge halt noch ein bisschen zurück, ne, übrigens. Ja, das merke ich öfter, aber ich dachte nicht, ich dachte eher in der geistigen Entwicklung und nicht im Jahreszahlen. Ja, geistig umnachtet bin ich auch. Da ist schon wieder ein WWF was rüber. Was ist hier los? Was ist hier los? Das Spiel verwirrt mich, ne, Gorix. Ich gebe es ehrlich zu. Ich mich ja so ein bisschen an hier, wie hieß er? Warum habe ich eigentlich 27 Worker in der Main?
Aber besser als keine. Wir haben ein bisschen Pyro abgebrannt. Die ganze Bühne brennt. Am besten ist dieser komische Hipster-Typ mit der Trompete. Es wird ja ein bisschen scheiße aus. Es wird geklatscht. Natürlich ist es Deutschland. Das Satz fand ich aber auch jetzt nicht so schlecht, nirgends. Da kriegst du einen Fleißstern für guten Witz. Ist das so? Vote for the music! Ich glaube, das kommt heute auch. Jetzt kommen wir erstmal Venedig im Regen. Vorher musst du dieses andere Lied noch bewerten. Das ist raus. Tut mir leid, aber... Das ist das letzte Mal, dass Italien übrigens gehostet hat. Katastrophaler ESC. Hat ewig überzogen, hat die ganze Zeit auf Italienisch moderiert, obwohl das völlig verboten ist. Also quasi Thomas Gottschalk? Eine fette Pussy, was? Österreich! Reagan! Fostener! Frau Gschwentener! Aber das ist so ein Tut-Tut-Lied. Tut-Tut war der Scheinriese bei Jim Knopf. Nee, das war Tour-Tour. Der Scheibenwischer bei Jim Knopf? Der Scheinriese. Ich will der Schein. Nee, das war Nepomuk. Das war. Nee, Nepomuk war der Drache. Nepomuk war was anderes. Also ich muss echt sagen, es gab echt auch viele schlechte Schlagerlieder deutschsprachig im ESC. Du kannst doch einfach sagen, es gibt auch viele schlechte Schlagerlieder, Punkt. Ja, aber die höre ich ja dann nicht, aber die im ESC schon. Das wird anderes, ne? Lass mal pushen. Ich hab nur Stalker und was anderes. Ja. Ne? Geh mal über die Map. Du brauchst länger als ich. Geh mal langsam über die Map, bitte. Nicht mir hinterher, sondern einfach nach vorne. Ich versuche hier. Push! Da ist was. Gegner, ganz viel Gegner. Push, Stefan! Storme doch. Ich komme nicht in den Fight. Das hat so ein bisschen was von ein Lächeln, was euch berührt. Wie heißt das nochmal? Gute Zwerge, schlechte Zwerge. Aka, gute Zeiten, schlechte Zwerge. Gute Zwerge, schlechte Zwerge. Ja, das ist das vom Sieben-Zwerge-Film, die verarsche. Wenn du auch nochmal nachströmst, können wir das hier gewinnen. Ja, ich ströme die ganze Zeit. Ich habe eine Hand ohne Ende, wenn du hier mal guckst. Im Gegensatz zu dir zumindest. Planetary! Ich wollte gerade sagen, ist das eine Planetary Form? Ja, das sieht ziemlich hässlich aus. Das sieht aus wie so ein Kran! Der StarCraft 1 Skin, glaube ich. Wobei es da gar keine Planetary gab, glaube ich. Oh, Thor ist hier! Key Change! Ich habe leider keinen Storm mehr. Das rettet allerdings das Lied auch nicht. Das wäre aber jetzt ganz gut. Du hast überhaupt auch keine Einheiten. Nicht auf die Planetary gehen, einfach hier rechts. Weil der hat irgendwie überall Planetaries gebaut. Ich hasse Leute, die das tun. Da oben ist ein Tank. Wenn du nochmal blinkerst, könntest du da ganz gerne mal drauf blinken. Ich versuche dir ein bisschen Vision zu geben. Okay, jetzt ist es zu spät, weil du bist komplett tot. Ich hab geblinkt. Ja, aber nicht dahin, wo du hinblinken solltest. Der Tor nervt. Der Tor wird repariert. Was ist das für ein Arschloch-Tor? Kannst du mir mal helfen? Du stehst da in der... Nein, wir sollen doch sowieso nicht da fighten. Fight doch mal lieber hier. Und bau mal Einheiten. So, was findest du von Venedig im Regen? Nix. Ja, aber jetzt kommt auch die Runde. Eins! Ich glaube, ich erkenne den Vorspann zu diesem Lied. Ja, da, die Klatsche ja, hinten. Ich kann es auch gleich nochmal abspielen, wenn wir gleich nicht mitten hier im Fight sind die ganze Zeit. Kannst du jetzt nochmal irgendwie Einheiten haben? Uff, da, uff, da, uff. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, so ist lästig, so ist gut. Ein Cyclone. Wieder mal. Kannst du diesen Tank hier töten, bitte? Tank tot. Wir müssen noch einmal sammeln hier. Du klimmst hier immer mit einzelnen Einheiten nach, weil du immer noch keinen Warprison gebaut hast. Nee, ich baue auch keinen Warprison. Jetzt, ja, jetzt bin ich nicht mehr.
Weil das sind wir so Leute, die nicht rausgehen wollen. Elegant on my die! Ah. Ich muss kurz die Hände von der Tastatur nehmen. Achtung! Ich muss gucken, ich muss abdancen. Ja, wir müssen aber gleich eben finishen. Ja, das ist ein finnisches Lied, das stimmt. Hier ist auch noch eine Base. Wir müssen mal hier angreifen, Cyborg. Bevor er hier auch noch wieder eine Planetary hat. Fliegt halt hier schon wieder weg. Ja, du bist ja schon wieder drin, sag doch was. Ich dachte, wir wollen angreifen. Ja, ich hab rechts angegriffen, ganz woanders. Wir werden gepusht in meiner Mainbase. Das ist bedauerlich. Und in meiner dritten. Das ist auch bedauerlich. Mit was? Mit einzelnen Marines. Ja, aber guck dir meine Main an. Oh. So, du machst das Planetary vorne, ne? Fortress in the Natural, ich mach mich fertig. Ja, mach das mal bitte vorne, ich finische hinten hier. Er droppt jetzt wahrscheinlich in deine Base, aber ich bleib hinten, alles gut. Key change! Meine Ühe! Hast du die Base da oben abgeräumt, oder? Ja, okay, aber die fliegt da noch, also sie ist weggeflogen. Ja, die brennt halt. Aber aus, normalerweise. Wann sind denn endlich mal Hydras in meiner Armee? Die hab ich vor 8 Jahren gebaut. Ja, deine Stalker! Nutze sie, blinke! Ich bin in der vorne. Also. Ja, hinten standen aber auch Stalker. Ich hab vollstes Vertrauen in dich. Er versucht zu reformen. Ich glaube, er hat F in 2 hat er gedrückt. Er hat F2 gedrückt. Also ich bin halt gemaxed, aber ich krieg den Drop da halt nicht geklärt, weil er wieder irgendwo rumfliegt. Du musst gleich mit Reinforcements hinten warpen. Ich komme jetzt wieder zum Angriff. Also das soll ich eins machen wahrscheinlich, ne? Kannst du mal nicht in diesen Tanks stehen? Das sind keine Tanks. Das war eine 1, ja. Achso, oh, da sind wieder um eins eingegraben, ne? Ja, du musst es jetzt zu Hause verteidigen, hab ich dir jetzt gesagt. Warum recallst du dich mit deiner gesamten Armee? Du solltest da ranwarpen, das sind 3 Einheiten noch. Wir wollten doch jetzt hier vorne finishen. Alter, das sind halt 180 Tanks hier. Blender. Er hat mich halt hier komplett geklärt, weil jetzt musst du auch mal auf den Tank gehen. Geh doch auf diesen Tank, Salrock! Blink! Alter, die bauen halt nur Tanks! Polenta. Aber ich glaube nicht, dass das für uns so schlecht aussieht, wie du das hier tust. Natürlich, wir haben seit 10 Minuten gewonnen. Polenta. Mein Gott, was für Idioten.
Darf ich sagen, was ist für heute? Was fehlt? Ist genug Polenta, bitte. Was ist überhaupt Polenta? Junge, das ist voll klicken, jetzt erst mir. Schönen Tag, mach's gut, tschüss.